Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Das Gold ist gewetzt, das Schwert, also Goldschwert ist gewetzt. Denn wir haben Sachen vor. Kelvin, der ist gerade... er ist gerade durch Wasser und dann ist er auf einmal da. Wie hat er das gemacht? Ist er Jesus oder was? Nee, er ließ das auch nicht gewesen. Das muss er gewesen sein. Hörtet aber immer noch planschen. Hört ihr das? Ja, gut, wird das Wasser hier... Gut, ich hab nichts gesagt. So, aber das ist jetzt nicht das Ding, wo wir hinwollen. Das Thema meinte ich jetzt, wo wir hinwollten. Denn ich will jetzt da in die Höhle rin. Anzug technischerweise. Das wird ein super GAU, weil, wie gesagt... Hui, aber... Sagen Sie mal, ich habe ja die Picke mit bei. Also... Genau, da ist er. Goldigerweise muss ich wieder Zeug mitnehmen. So, die Würmchen sind alle weg. Alter, gut, dass ich Holz sammeln lassen habe, aber das noch nicht verbraucht habe. Hey, Willen, komm mal her. Ich sehe, da ist noch ein bisschen Platz. Du kannst da noch mal. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit nicht da. Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm. Ein bisschen feiner, komm. Der weiß genau, was los ist. Hallo, Kelvin. Lass dich nicht ziehen. Du Freund des Holzes. Der will schon wieder, dass ich Holz schleppe. Ich verstecke mich einfach hinterm Holz. Er sieht mich nicht. Doch, ich sehe dich. Komm mal her. Ja, komm mal her. Komm mal. Ja, doch. Noch ein Stück. Noch ein Meter. Ja, ich kann auch zu dir kommen. Doch, doch, doch. Genau das, Kelvin. Genau das. Hol Stämme, Füllbehälter. Ja, sorry, tut mir leid, Kelvin. Nur du kannst das. Du bist der richtige Mann dazu. Tob dich richtig aus. Immer schön rinnen. Kabi muss kurz weg. Kabi muss sich Ärger suchen. Und es ist, ja, das ist ein Goldschwert. Sie haben richtig gesehen. Den würde ich gerne in meinen Shop anbieten, aber so reich bin ich noch nicht. Ja, wie gesagt. Der Kabin hat jetzt einen Shop. Hallo, das muss er noch lernen anzukündigen. Der ist noch nicht so Fluencer-mäßig. Also, falls er Geschenke sucht, richtig krasse, geile Geschenke. Für eure Partnerse, für eure Kinderse, für eure Se. Schaut in den Shop rin, hoftet. Einfach rin, zack, bums. Richtig geiler Stuff. Qualität. Superb. Und ihr unterstützt mich damit. Dann habt ihr nicht nur eine Unterstützung, sondern ihr habt auch was davon. Und ich hab dann auch was. Zwei Steine gesammelt? Wie ist denn das passiert? Multitasking oder was? Ist man ja nicht von mir gewohnt. Ich roch Schwefel in der Luft. Bleitechnischerweise. Ich glaube, ich habe da was gehört. Na denn, seid ihr bereit? Ich nicht, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ich muss da rein, ich quetsch mich mal rein. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt hier aussieht. Zum Glück sehe ich sie nicht. Ich wollte gerade sagen, da hat doch jemand geatmet. Ihr kennt das doch. Der hat sich nach Atmen angehört. Und warum kann ich nicht umdrücken? So ist das Spiel. Das sieht so einladend aus. Genau da wollte ich. Gut, dass ich die Schädel weggepackt habe. Bettmense. Also rein theoretisch müsste ich ja nochmal zurück. Ihr kennt mich ja, wa? Also ich bin ja die unfurchte Person, aber ich muss da eigentlich rein theoretisch nochmal zurück. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wer... Hau ab!
Ihr Fliegerviecher, ihr. Ihr macht mir keine Angst. Glaube ich. Daran glaube ich. So, Sprich, Freund, und trete ein. Na gut, hätte ja funktionieren können. Ich sehe hier nichts. Ein Schwert, ja, also. Falls er jetzt. Oh, Tatsache. Achso, das Baby. Oh, Alter. Ich konnte gerade das Geräusch nicht ordnen. Ich habe gedacht, jetzt ist was Großes am Anmarsch, aber das hat sich ja nicht so groß angehört. Also. Nochmal durch die Schlüppe atmen. Mann, ich hab das vermisst. Holy shit. Konnte ich damit nur ohne das leben. Da unten rennt einer. Ist das ein Leuchter da? Es ist ein Leuchti. Es ist ein fucking Leuchti. Gut, ich hab ein goldenes Schwert. Was will er an? Ich mach den Schnitzel. Oh. Ist denn, wo ist denn der jetzt hin? Der ist aber schnell. Hey, 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 hey. Ich hab ein goldenes Schwert. Halt dich da raus. Das ist ja wirklich gut. Ich meinte, natürlich ist es gut. Gut, er ist jetzt kein Problem mehr. Wir haben ja rausgefunden, die anderen sind das Problem. Immer sind das die anderen. So, wie gesagt, ihr kennt mich. Sagt, Orientierung ist genau mein Ding. Da hat bloß einer mit Trommel gespielt. Das war bloß eine Trommel. Die Frage ist auch, was ist die Trommel? Menschenhaut. Menschenhaut. Bitte Batterie. Tu mir das jetzt nicht an. Da ist Jolt. Lassen mich durch, da ist Jolt. Trotz jeder Gefahr. Noch. Wie komme ich da hoch? Schließlich bin ich getan. Achso, ich muss bloß hier rum, wa? Batterien. Das ist ein gutes Zeichen. Warte mal, ich mach mal hier. Da geht das auch runter. Will ich da hin? Wahrscheinlich muss ich da hin. Hey, kannst du mal kurz nach? Danke. Wahrscheinlich muss ich da hin. Oh. Schon besetzt. So, aber so ein Zufall war auch. So, warten Sie mal. Ich hab hier La Picke. So, La Pico. Sag mal, kann ich die auch vergolden? Ach so. Mach den Weg frei. Schnell, zuverlässig. Sag mal, sammelt der den Automaten? Ich muss das dort mal einsammeln. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich das eingesammelt habe. Gut, das kann aber auch an mir liegen. Tatsache. Ich meine, natürlich habe ich das eingesammelt. Hallo? Natürlich. Stimmt, das bleibt ja erst liegen, wenn ich das nicht einsammle. Gib mal da unten das Buch lang. Oh. Mehrere Wehe für Narom, das ist genau mein Ding. Ach, Kappa, ich hab. Komischerweise kann ich mich an diesen Weg gar nicht erinnern. Ich glaube, das war's gewesen. Ja, das war's. Mehr ist nie drin. So, jetzt können wir wieder zurück. Ich hab alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ach nee, wird ja die Rüstung. Ach, Mensch.
Der Karbin wollte ja eine Rüstung. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich habe mich jetzt fokussiert. Fokussiert, ich wollte eigentlich genau in dieses Loch hin. Ich habe noch nicht mal mitgekriegt, dass wir schon in dieses Loch drinnen sind. Verdammt nochmal. So, aber da war noch ein anderes Loch, aber da bin ich noch nicht reingegangen. Alter, ich bin schon so kurzsichtig hier noch. Jetzt sehe ich ja nichts. Luke, ich bin dein Vater. Naja. Na, ihr hängt da mal kurz eine Runde ab, oder was? Tief entspannt. Voll ihr Schild. Steht ja nicht, wie könnt ihr hier schilden? Genau da wollten wir hin. La Granata. Wo ist Plata? In der Granata. Das war's ja. Sag mal, hat man den Anzug nicht in den Raumschiff jetzt hier gefunden? Haben sie nicht hier geändert, ja? Also brauche ich bloß meine, Lauscher aufhalten, bis es rumst. Naja, gut. Sieht denn der Karbin was? Nö, warum seid ihr denn hoch? Doch, aber jetzt hört er was. Mann, zeig dich! Da bist du ja. Was ist mit dir los? Mann! Trefferquote war nie noch ein. Wie jetzt? Ich kann da nicht durchschießen. Ups, Entschuldigung. Aha. Nee. Nee, warte mal. Ich wollte doch das andere. Das andere. Ah, jetzt ist er aufgeregt. Er ist aufgeregt. Jetzt hab ich. Was, wie denn? Wo denn? Wo bist du denn? Ach, jetzt sind die Babys. Wieder mal sind die Babys. Es sind mal wieder die Kids. Du wirst schon hier lang kommen, wa? Wenn es sein muss, kommst du hier lang. Das weiß ich doch hundertprozentig. Oh, da ist einer eingespinnt worden. Haha. Fand er nicht so lustig. Was denn nun? Ja, ja, nee, warte mal. Ich muss jetzt mal. Was ist jetzt? Ach, hinter mir! Alles zusammen oder was hier? Was, Schwein? Nee, hast du nicht. Bist ja tot. Nein, bist du nicht. Ich bin der Tod. In Person. Na. Warten Sie mal, ich nehme mal seinen Portal. Nee, und ich muss mal wieder rüstungstechnischerweise ein bisschen auftakeln. Ah, siehst du. Als ob nichts passiert ist. Ah, habe ich da oben alle mitgenommen, ja? Ja, ich glaube, ich habe alle Munition technischerweise mit. Kaputt, aber einen Arsch hat er. Was für ein Arsch. La la la. Hey, hey, hey. Schon wieder. Das ist my wie. Wake. Ellen Wake. Schreib in dieses Buch. Mach ich jetzt hier noch Alien.
schwimmt erstmal hier rum. Aber ich sehe, das ist genau der Weg, den ich hochlaufen hätte müssen. Babyse! Abgewehrt! Was? Wie? Wie? Brauche ich nicht mehr, habe ich schon. Nee, war mir lieber. Ich frage mich, warum ich den Schalter ständig betätige. Nee, das frage ich mich nicht. Ich frage mich, warum ich bloß so ein paar Stück sammeln kann. Aber es gibt hier so viele. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich hier einen Wagen drin ziehen kann. Ich würde tun. La 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 la. Ich mach den Anzug klar. War ja klar. Oh nee, da ist er ja. Das ist der andere. Ich weiß nicht, ob ich den. Ja gut. Los ran da. Der hat doch bloß gehen, was will er machen? Nicht treten oder was? Tatsache. Ich hab den Arsch fertig gemacht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist mir ja quasi ins Gesicht gesprungen. Das ist mein Witz heute. So, gut. Sag mal, habe ich nicht irgendwas? Natürlich habe ich Trinkbare dabei. Hallo. Schlürf, schlürf. Schmackofatz ist auch am Start. Das ist ja fast, als ob ich vorbereitet gewesen wäre, aber das ist Zufall, ist das. La Plata Granata. Ein breiter Kabin muss durch einen tiefen Stein. Was? Ich wollte gerade sagen, aber das ist eine Knoblauchzehe. Das ist eine Knoblauchzehe. Was sieht er danach aus? Vampirismus, wisst ihr? Die anderen Viecher. Hier ist ein neuer Van Helsing. Ich sage es euch. Ich hab hier ein Kreuz. Geronimo! Ich hoffe immer noch, dass es die richtige Höhle ist. Also der richtige, weil wie gesagt, da war ja noch ein Art der Besternis oder wie sich man es nennen könnte. Wir schwimmen hier durch. Jetzt hätte ich mir mein Dos löschen können. Mit einer Wurst. Die Lampe ist fast wieder alle. Oh, du heute von Funzel mal mir den Weg. Wenn ich jetzt hier weitergehe, kriege ich ihn auf den Sack. Und sehe den Sack noch nicht mal. Bitte nicht so hart. Ich hab's doch nie gesehen. Oh, Alter. Der Schrecker war gut. Arsch besiegt. Mann. Haben sie mich schon mal einmal rangekriegt? Ja, mit den neuen Ärschen ist das so eine Sache, wa? Knieig oder was? Gut, vielleicht sollte man auch mal oben an der Decke kicken. Vielleicht hätte man den sehen können. Kann ich aber jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß. Ich habe nicht drauf geachtet. Oh, was ist denn hier los? Da ist nichts. Von oben runterfallen tut er dann rastig aus. Da ist nichts zu sehen. Gut, aus dem Wasser würde ich jetzt auch nicht mehr trinken, wa? Also, ich glaube, das könnte gefährlich sein. Oh, kein Arsch an der Decke. Podiumkreuz.
Weiter geht's. Weiter, weiter. Ganz tief rin. In das Übel. Übel, dübel. Schon wieder welche. Geht immer da und geht immer da lang. Das ist unser Gang. Ah, das ist ein Hopperu. Hoppe mit! Bist du tot? Jetzt schon. Er hat uns zwar erwischt, ich ihn aber auch. Ah, da ist noch einer. Versteck mich hinter der Wand. Und muss mal kurz husten. Ich verkneife mir wirklich gerade das Husten. Husten ist weg. Genauso wie meine Rüstung. Jetzt sind bloß die Wassertapsen. Wassertapsen vor allen Dingen mal. Voilà. Alle kein Problem. Alle am Start. Starten wir die Reise weiter. Machen wir die Reise weiter. Ich wollte jetzt gerade sagen. Sind wir wieder in der Hölle der Kopf nach unten hängenden? Ah, da ist ja voll Big Trouble Little China hier. Ich glaube, wir sind hier schon wieder voll auf Kurs. Cosa Nostra oder was? Ja, zum Glück gibt es hier noch nicht so eine Viecher, die unter Wasser schwimmen oder so. Ich sollte die nicht auf dumme Gedanken kriegen, obwohl, kann ich ja so oder so sagen, weil die kriegen ja eh hier nicht rein. Und die verstehen mich auch nicht. Das ist ein Vorteil. In the boats. Und hier sind The Vampir. Ja. Yep. Wir hören's. Es zuppelt. La Zuppla, La Zuppla. Speicher immer ab. Alter, mit den neuen Viechern macht das richtig, hey. Also, ich hab den. Drama. Geht nicht, ob das Schaden macht. Damals hat es noch nicht. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt rausfinden. Das Ding sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Einfach rin, zack, bums und los. Düse, 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 die mir so. Yo, yo, yo. Und da ist das Ding. Dafür brauchen wir die Kristallteile. Aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich will ja den Anzug. Great. So, quasi, wir haben jetzt den Kübel. Vielleicht ist er das einzige Stück, was neue Tee hat. Autsch. Und jetzt müssen wir nämlich hier hoch. Alter, damals, ich weiß noch, wie ewig das gedauert hat, bis wir hier den Hügel gesehen haben. Es hat eine Weile gedauert. Ich bin wieder hin und her gelaufen gewesen, aber... Na gut. So wie gesagt, ich weiß noch nie, wie wir das machen. Also, ob wir uns da irgendwas bauen, unten an den Strand und warten, bis der Dude kommt und dann den, Blätten schießen technischerweise. Achso, da. Also rein theoretisch, wie ihr sagt, wir wissen ja, wie wir den Platz spielen. Wir müssen einfach bloß abhauen in den Wald drin. Dann steht er die ganze Zeit da unten rum und dann Balaiken weg. Mit einer Schnipper.
Und warum sollte man sich das schwerer machen als nötig, ne? Ja, es ist so. Aber das würde man ja in der richtigen Umständen so machen, wenn wirklich das so sein würde. Aus Selbsterhaltungstipp, wisst ihr? Also rein theoretisch, ja. Obwohl, wir brauchen da eigentlich ja einen Schimmer und ich brauche bloß eigentlich bloß bis dahin versuchen zu entkommen und dann ein Yummi. Das Einzige, was wir brauchen, ist eben halt Munition. Ich kenne jetzt schon wieder. Sorry. Falsche Spalte. Oh, Knochen. Alter, so viele Schädel war. Ich brauche Schädel und kann keine mitnehmen. Dann mache ich mir doch einen Schädel. So, das heißt, den Anzug haben wir, den können wir quasi da unten rein. Und da versuche ich jetzt nicht nochmal rein zu springen. Nee, das mache ich nicht nochmal. Und gleich durch. Genau. Gar nicht erst runterfallen. Knarz, knarz. Ja. Das gesehen, der hat mich angerempelt. Einfach so. Kenn die noch ja nicht. Was sei denn bitte? Warum macht er denn so was? De Buddel, aber brauche ich ja eh nicht. Arschbombe! Sag mal, ist das immer noch das Richtige? Oder schwimme ich denselben Weg, Villa? Wie ist das immer nicht so? Meine Orientierung könnte sein, tue mir einen Streich. Ja. Einfach bloß entgegengesetzte Richtung. Das soll manchmal bringen. Oh. Na komm her. Nee, nicht wegrennen. Alter, keine Schnitte haben die, wa? Aber ich ja schon. Eine ganz große Schnitte. Die ist so eher goldig. Gut. Oh, hier geht's weiter. Ich steige auf. Auf einmal sind alle verschwunden. Niemand hat Vertrauen. Countdown. Gerät mir eigentlich mal wieder an. Das war. Hurra. Ihr Kagase. Das war Hurra Deutschland. Ah, das waren noch Zeiten, Mann. So. Mal wieder Zeit, dass ich hier rauskomme, Alter. Schieb's ja hier in Depri. Aber ein bisschen Munition hätten wir uns ja auch noch in die Tasche stecken können, wa? Also die eine oder andere Patrone. Jetzt müssen wir wieder runter. Hoch, runter, links, rechts, geradeaus. Könnt ihr euch mal entscheiden? Ich gehe nicht runter. Hallo, ich muss runter. Auch wenn ich gesagt habe, ich gehe nicht runter, ich muss runter. Ich hab doch ja keine andere Wahl. Noch nicht mal einen Delfin hab ich. Ich hab mir gerade eingebildet, da ist was im Wasser drin gesprungen. Aber das kann ja nie sein. Kann ja nie sein, was nie sein kann. La 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 la. Ich höre schon wieder welche. Da hörte ich einen Krabbeln, wollte gerade sagen. Ich hab es mal ganz schnell entkrabbelt, wa? Volle Möhre. Alter, das hat sich gerade so angehört, als ob meine Stimme sich hier geschallt hat. Schallierweise.
Voll cool. Also rein theoretisch müsste ich das ja einarbeiten, war, dass das hier so schallmäßig ist. Ich hab dich schon gesehen, du kleine Ratte. Nee, komm mal da raus. Er war schon kaputt. Er war doch schon kaputt. Hallo. Kann ich ihn trotzdem erstmal auseinandernehmen? Und dann kümmere ich mich um euch. So, jetzt. Jetzt bin ich bereit. Bin ich voll bereit, bin ich. Komm runter. Komm her, ich nehme mir Zeit für dich. Er ist aufgeregt. Er ist voll aufgeregt. Bitte treffen mich. Wird dann nämlich erstmal deinen Loot hier auseinander. Brrt, 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 brrt. Besser. Ja, ja. Konfuzius sagte. Hallo. Ja, das hat er gesagt. Hallo. Aber bestimmt. Ich glaube mal, das hat er irgendwann mal gesagt. Ein ganz einfaches Hallo. Wie geht's? Was machst denn du hier? Warum schnetzest du die Tiere? Das sind keine Tiere, das sind Mutanten. Haben sie dir was getan? Ja, haben sie. Okay. So. Man kann es auch mit Kreuz übertreiben. Die religiös sind hier. The water. Okay. Also, so manchmal sieht das fast so aus wie, was ich schon hatte. Aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. So, mal das Stück hatte ich ja hier schon eingesammelt gehabt. Es zuckt auch nicht mehr. Logischerweise, ich hab's ja schon eingesammelt hier. Hier war nämlich auch eins. Das war ein Spiel der Erkenntnis. Wie gesagt, ich hab's noch ja nicht ausprobiert. Kann ich das zusammensetzen? Ich versuche das einfach mal. Nee, da seht ihr, da fehlen noch Stücke. Zwei Stück fehlen noch. Es fehlen noch zwei Stück. Stücke rück. Poita, poita, poita. Hier lang gehen ist eine Folter. Aber das ist kein Problem, denn da ist doch kein Ausgang. Ich hab das hier toll. Mach mal einen Kopf zu, Junge. Hey, das ist Munition. Danke. Ich wollte gerade sagen, ich nehme zu euch mit euch in die Gruppe. Aber ich sehe euch nicht mal. Der Ding sieht durch. Ey, übrigens, ich habe immer noch nicht getrunken, wa? Und es gab hier genug Möglichkeiten, ne? Es gab die Möglichkeit zum Trinken. Gibt es immer noch? Hört für mich. Hört das Wasser plätschern? Nur Füß. Nur Füß. Babys. Baby kaputt. Sieht auch schon wieder so aus wie eine Frühstückskammer. Treten Sie ein, bringen Sie Körper rein oder so. La 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 la. Es geht mal rauf, es geht mal ab. Und so halten Sie ihn auf Trab.
Trapp, der Trapper. Ja, ja. Eingestürzt. Oh. Fällt euch was auf? Was das hier sonst immer die Batman-Geräusche hier habt? Glaub ich. Mal den Fokus aus der Seite, von der Seite, weg. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das, was wir haben wollten, haben wir bekommen. Warte mal, ich mach mal hier auch nochmal, falls wir rauskommen sollten und der ihn auf den Sack kriegen. Ich traue hier niemanden. Bitte lasset hell sein, bitte lasset hell sein, lasset hell sein. Hell, hell, hell. Ich hab darin. Ist mir zu dunkel. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, hier machen wir eine kleine Pause. Dann kann ich mich abspeichern und schlafen gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.